habe in die Warner Brothers Studios verstanden. Das soll jetzt Dampf benutzen, aber ich brauche nur Kreide. Hey ihr Lieben, also heute wollte ich euch von meiner Reise nach London erzählen. Da war ich fast eine Woche mit meiner Schwester gemeinsam und wir haben halt die volle Harry Potter Zeit draus gemacht. Und ja, da haben wir zum Beispiel dieses Harry Potter Theaterstück angeschaut, waren in die Studios, King's Cross und so weiter. Und davon wollte ich einfach ein bisschen erzählen und was wir sonst so für Spinnereien aufgeführt haben in London. Und ja, ich befürchte eh schon, dass das Video ein bisschen länger werden wird. Deswegen werde ich jetzt einfach reden und das dann einfach teilen. Und dann kommen halt mehrere Videos dabei raus. Jedenfalls, wird es schon angefangen. Meine Schwester hat mir einen Teil der Reise nämlich zum Geburtstag geschenkt. Und da hat sie mir so eine coole Box gebastelt. Hier so. Das war die Reisebox. Und da waren zum Beispiel Socken drin, wo Free Dobby drauf gestanden ist. Dann so ein kleines Ferrero Rocher als Schnaps umgemodelt. Dann war noch Badesalz drin. Und das war in so kleinen Döschen drin und da ist halt Flohpulver drauf gestanden und ich habe alles versucht, in die Badewanne reingeschmissen und bin reingestiegen und habe dann Südtirol gesagt, mal ran und die Adresse von uns zu Hause, aber hat nicht funktioniert. Also ich frage mich, wo sie dieses Flohpulver gekauft hat. Das war keine hochwertige Ware. Jedenfalls war dann aber auch noch ein Amortensia drin, es war dann ein Parfum, mal schauen, ob es funktioniert, und ein Veritaserum, und das war halt einfach Schnaps. Und weil wir beide voll die Flugangst haben, habe ich das dann zur Reise mitgenommen, das Veritaserum, und wir haben das vor der Reise dann mal konsumiert. So. Und jetzt ein Beruhigungs-Veritaserum. Ja, so. Ich mache einen ersten Schluck. Und jetzt sind wir hoffentlich beruhigt für den Flug. Hoffentlich, ja. Ja, jetzt 16:15 geht's los. Dann sind wir in London. Ja! Also der Flug, das war eigentlich gar nicht so schlimm. Dann sind wir endlich in London angekommen und natürlich hat es da geregnet. Gerade in London ankommen, das Wetter ist genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. Naja, dann sind wir eben ins Hotel gefahren. Wir waren eigentlich nicht Hotel, im Hostel. Das war bei King's Cross eben, also haben wir uns schon richtig eingeparkt. Im Generator, das kann ich eigentlich nur empfehlen. Es ist halt ein Hostel, also nicht so super etipetete, aber es ist ganz cool für junge Leute. Man ist halt gemeinsam mit vielen Reisegruppen. Es ist ziemlich lässig eingerichtet eigentlich. Zimmer passt auch. Also ich war da eben schon letztes Jahr mit meinen Unikollegen, da waren wir dann zu sechst im Zimmer. Das war ziemlich eng. Das war echt, da waren zwar so Stockbetten links und rechts und wenn man in der Mitte von den Stockbetten runtergegangen ist, hat man gar keinen Platz gehabt, dass da mehrere Leute gestanden sind. Man hat da keinen Platz gehabt, seinen Koffer zu öffnen, so eng war das da zwischen den Betten und es war einfach nicht mehr Platz im Zimmer, es waren die Betten. Und quasi auf der einen Seite zwischen den Betten war halt die Tür und auf der anderen Seite war das Fenster und so ein kleines Waschbecken und mehr Platz war nicht. Und wenn man den Koffer aufmachen hat wollen, hat man das managen müssen, dass alle anderen Leute im Bett sind und einer hat dann seinen Koffer aufmachen können, weil er ihn aufs Bett gelegt hat und dann halt wieder unters Bett schieben und dann hat der nächste runtergehen können und ja, so haben wir das gemanagt. Aber diesmal haben wir eben ein Zweierzimmer genommen und es war viel geräumiger und auch voll fein und hat eigentlich alles gepasst. Ah ja, vergesst keinen Adapter, wenn es nach London fahrt, das ist mir natürlich schon wieder passiert. Aber hat man ja alles im Hostel nachkaufen können, also war kein Problem. Jedenfalls am ersten Tag, da haben wir noch nichts Harry Potter-mäßiges vorgehabt, weil wir haben uns ja gedacht, ja, müssen wir uns schon London auch ein bisschen anschauen. Und da sind wir einfach an der Themse entlang spaziert. War eh voll cool. Dann haben wir einen Abstecher in die Dungeons gemacht. Die Dungeons sind auch voll lässig, wenn ich nicht so der Hasenfuß wäre, der ständig Angst hat, erschreckt zu werden. Aber Dungeons kann ich auch empfehlen, ist ganz witzig. Und ja, da sind wir unter Weitergang immer, also unter diesen ganzen Brücken durch, über die Brücken drüber. Und uns ist irgendwann nur noch Blödsinn eingefallen. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie die Brücke heißt? Die Brücke? Ah, Valentina, wo bist du? Ich kann dich nicht finden.
Wer ist die verirrte Wirrgauten? Da ist der Eingang, da, komm da her! Oh Gott, danke, nein. Danke. Und dann ist uns da so ein Typ begegnet und der hat seinen Magic Poem Carpet, hat er vor sich ausgebreitet gehabt. Und da hat er einfach Gedichte geschrieben, die in Kuverts reingetan, die haben halt alle verschiedene Farben gehabt und dann hat das am Boden eben so ausgeschaut wie so ein Flickenteppich. Und dann hat man sich da eines aussuchen können, ein Gedicht, da hat er nämlich so den Titel oder irgendwie um was es geht so draufgeschrieben und auch jede Farbe von dem Kuvert hat so das Thema ungefähr schon getroffen. Also so rot war natürlich Liebe, so dunkle Sachen waren dann eher so was Melancholisches. Und da hat man sich eben dann eins aussuchen können oder mehrere und gegen freie Spende hat man es dann bekommen. Und der war aber auch so lustig, der Typ, total sympathisch, also nett. Ja, und dann sind wir unter einer weiteren Brücke durchgegangen und zufällig sehe ich da wieder das London Bridge Experience. Ich weiß ja nicht, wer von euch schon einmal dort drin war. Wo ich nämlich das erste Mal in London war, nach meiner Matura, sind wir da direkt hin, ich und meine Freunde, weil das war halt im London Pass inkludiert. Kaum Wunder, weil da geht sonst wahrscheinlich freiwillig niemand hin, wenn das nicht gratis wäre. Und das war halt eins von den ersten Sachen, was wir gemacht haben. Und wir haben eben gedacht, das ist so wie das Dungeon, so lustig und so. Der erste Teil war das auch noch, also so ein bisschen die Gruselgeschichte von Wien, ja. Die Gruselgeschichte von London hat es erzählt, so ein bisschen auf spaßig. Und dann war der Punkt, wo es dann geheißen hat, ja, alle unter 15, oder ich weiß nicht, wie alt man da hat sein müssen, Schwangere, Leute mit Herzleiden und so weiter und so fort, müssen jetzt bitte gehen. Und dann sind nur noch ganz wenig Leute übrig geblieben und da haben sich alle dann so an den Schultern fassen müssen, in so einer Reihe aufstellen. Und das war dann aber keine fröhliche Polonaise, was dann gefolgt ist, sondern man hat dann weitere 20 Minuten alleine, ohne so Führungsperson, wie durch so eine Geisterbahn eben gehen müssen, wo dann halt permanent irgendwelche Schauspieler rausgesprungen sind und einen zu Tode erschreckt haben. Ich weiß nicht mehr genau, was da alles war. Ich kann mich nur noch so bruchstückhaft erinnern, weil es ist immer wieder, das Licht ist ausgegangen und dann wieder an. Immer wieder so blitzend hat man irgendwas gesehen, aber dann wieder nichts und man hat da halt weitergehen müssen. Und eins weiß ich noch, das war eine Metzgerei. Da sind dann von oben alles so Schweinekörper runtergehangen und die waren ganz eng und man hat da so durchgehen müssen. Und dann war ein Spielzeugzimmer, eben auch voll gruselig, mit alles Puppen überall. Und eine Puppe war halt ein Schauspieler, ja, weil die ist plötzlich aufgesprungen. Und in einem anderen Raum hat er dann einer mit einer Kettensäge verfolgt. Und da bin ich dann auch draufgekommen, wenn man sich so einen Horrorfilm anschaut und sich so denkt, wenn sich die Gruppe aufteilt und alle panisch irgendwo in welche Richtungen davonrennen und die Leute dann allein sind und dann ja, vielleicht da umzubringen sind, da habe ich mir beim Filmschauen immer gedacht, wie dumm sein denn die? Das ist voll unrealistisch. Man wird doch als Gruppe zusammenbleiben. Menschen sind so. Sogar in so einer Geisterbahn. Ich war dann plötzlich allein irgendwo mit einem fremden Typ halt, der da halt auch die Panik gehabt hat. Und die anderen waren irgendwo, die sind entweder weiter wieder zurückgerannt oder nach vorne in Panik. Und ja, das war ein ganz furchtbares Erlebnis. Und dann sind wir direkt, nachdem wir da raus sind, zurück ins Hotel und haben alle duschen müssen, weil wir waren total in Angstschweiß gebadet. Ja, wie gesagt, also solche Sachen vertrage ich nicht so gut. Und ja, dann haben wir dieses Video gedreht. Wir befinden uns jetzt hier wieder unter einer Londoner Brücke. Hey Sie, Entschuldigung. Möchten Sie da jetzt in dieses London Bridge Experience gehen? Nope. Wobei, wir haben danach auch gesehen, dass da eben so vier Typen aus dem London Bridge Experience rausgegangen sind. Und das waren so richtige so Kerle halt. So gestandene Männer. Und die haben dann ziemlich fertig ausgeschaut. Also wir sind denen dann später auch nochmal begegnet. Da sind sie, also haben sie sich hingesetzt und haben alle irgendwie so reingeschaut. So. Also die waren irgendwie auch ein bisschen mitgenommen von dem. Also wer sowas gerne hat, bitte geht's da hin. Für wen das nichts ist, meidet dieses Ding, auch wenn es gratis ist. So, das war da mal die Hälfte vom Tag. Und dann sind wir zum Tower. Und da haben wir dann gesehen, da hat es das Traitor Gate gegeben.
Und dann haben wir uns erinnert, dass im Dungeon, da war nämlich irgendeine Station, wo man halt in so einen Gerichtsraum reinkommen ist. Also die Gruppe ist so durch eine Tür gegangen und wenn man so geschaut hat, ist über der Tür Guilty gestanden. Und nachdem man dann quasi zum Tode verurteilt worden ist, so als gesamte Gruppe, hat halt der Richter gesagt, ja, und wir sollen uns jetzt bitte entfernen zu unserer Hinrichtung. Und dann haben wir durch eine andere Tür rausgehen müssen, wo Very Guilty drüber gestanden ist. Und aus diesem Gedanken ist dann folgendes Video entsprungen. Sind Sie guilty? Very guilty. Ja, das war so Tag 1. Dann am Abend halt nur chillig in einen Pub rein. Und na, war echt super. Also. Damit fällt jetzt leider schon die erste Klappe, weil das wird sonst viel zu lang, das ganze Video. Das nächste Mal erzähle ich euch dann was über das coole Harry Potter Theaterstück, deswegen schaltet unbedingt dann wieder ein. Und ja, bitte gebt mal ein Like für das Video, schaut auf Instagram vorbei bei mir und auf Facebook habe ich auch eine Seite und abonniert bitte meinen YouTube-Kanal, also der kann das echt gebrauchen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Video!